Die Kleine sieht irgendwie traurig aus. Hallo, Kleine. Hallo. Was machst du denn hier so ganz allein? Hast du etwa hier geschlafen? Wer bist du? Ich heiße Nina. Und du? Oh, hallo, Nina. Ich bin Lisa. Also, erzähl mal. Hast du hier wirklich übernachtet? Ja. Wieso denn? Hast du kein Zuhause? Doch, aber ich habe mich nicht getraut. Oh. Nach Hause zu gehen? Ja, ich werde bestimmt ganz furchtbar dollen Ärger kriegen. Mein Fahrrad ist kaputt und die Kamera vom Papa auch. Und deswegen hast du hier draußen in der Kälte übernachtet? Wie ist denn das passiert? Ich habe hier vor dem Museum gespielt und plötzlich, ich hatte Angst. Ich wusste nicht genau wieso, aber ich habe mich lieber mal im Gebüsch versteckt. Und dann kamen plötzlich so komische Männer in schwarzen Kostümen. Ich saß also in meinem Busch und plötzlich bekam ich noch viel mehr Angst. Ich wollte nur noch weg. Und dann habe ich aus Versehen auf die Kamera gedrückt. Es gab einen hellen Blitz und die Männer haben sich umgedreht. Sie haben mich angeschaut, aber... Aber was? Aber sie hatten keine Gesichter. Es war so schrecklich. Und dann bin ich einfach weggelaufen. Ich bin nur noch gelaufen, soweit ich konnte. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich meine Kamera verloren hatte. Und so musste ich wieder zurück. Die unheimlichen Männer waren zum Glück nicht mehr da. Die Kamera habe ich auch wiedergefunden, aber sie ging nicht mehr. Und da ja auch noch mein Fahrrad kaputt war, habe ich mich nicht mehr nach Hause getraut. Hilfst du mir? Kommst du mit nach Hause? Oder kann ich bei dir wohnen? Oh. Nein, das besser nicht. Ich werde dir helfen, die Sachen wieder zu reparieren. Aber du musst mir auch versprechen, dann ganz schnell wieder nach Hause zu gehen. Die armen Deine Eltern. Deine Eltern machen sich bestimmt schon ganz große Sorgen. Na gut. Okay. Was ist denn mit deinem Fahrrad? Ich glaube, ich bin in so eine blöde Scherbe bei der Baustelle gefahren und nun habe ich einen Platten. Dabei ist das Rad ganz neu und meine Mutter hat extra gesagt, ich soll gut darauf aufpassen, weil wir haben nicht so viel Geld, weißt du? Und da können wir uns kein neues Fahrrad leisten. Keine Sorge. Wegen eines platten Reifens brauchst du nicht gleich ein neues Fahrrad kaufen. Ich kann mir das ja mal ansehen. Und deine Kamera auch. Würdest du das tun? Ach, du bist lieb. Aber kannst du das überhaupt? Wow. Klar, kein Problem. Gib schon her. Ich weiß nicht. Was, wenn du gar nicht so gut reparieren kannst? Mach erst einmal das Fahrrad wieder heil. Wenn du das geschafft hast, kriegst du auch die Kamera. Die war nämlich bestimmt ganz teuer. Und wenn du die noch kaputter machst? Ja, ja, schon verstanden. Ich muss erst mal meine Fähigkeiten beweisen. Wow. Also gut, dann fangen wir mal mit dem Rad an. Dieses Foto ist meine einzige Hoffnung auf eine erste richtig heiße Spur. Oh ja. Also wird mir wohl nichts übrig bleiben, als erst mal den Reifen zu reparieren. Okay. Zeig doch mal deine Kamera her. Ja, will sie ja noch nicht. Du bist ganz schnell. Ja, das sagt meine Mami auch immer. Recht hat sie. Bis später. Aber du kommst wieder, versprochen? Ja, klar, ja. Mach dir keine Sorgen. Okay. Der Schlauch hat ein Loch. Ich werde mal den Schlauch ausbauen. Ja. Und jetzt fahren wir einmal nach Hause. Halten den Schlauch ins Wasser. So werde ich das Loch im Schlauch wohl kaum finden können. Müsst ihr erst aufpusten? Der Schlauch ist definitiv kaputt. Okay. Da kommt irgendwo Luft raus. Ich müsste nur rausfinden, wo. Habt ihr das auch immer den Trick gemacht als Kind? Gucken, wo dann die Blasen herkommen? Ich werde den Schlauch mal ins Wasser halten und beobachten, wo Luftblasen aufsteigen. So, hab das Loch gefunden und die Stelle markiert. Oder auch bei Schwimmtierchen und so. Ah. Haben wir das nicht mit Klebeband? Solange ich nichts habe, was ich als Flickzeug verwenden kann, sollte ich den Schlauch besser nicht zukleistern. Was können wir nehmen? Haben wir nicht das hier? Oh, doch, den. Aber wie machen wir den kleinen? Keine Ahnung, ob der Gummihandschuh als provisorisches Flickzeug funktionieren würde. Ihn einfach so in den Schlauch reinzustopfen, wird aber auf jeden Fall nicht reichen. Okay, vielleicht finden wir was zum das Schneiden. Das Stoffach im Sitz ist abgeschlossen. Oh. Ja, wir haben aber doch einen Schlüssel. Jetzt ist das Staufach offen. Mein Handy und meine Sonnenbrille. Ah. Nehme ich beides besser mal mit, bevor sie mir noch geklaut werden. Okay. Ich würde sagen, wir gucken, ob wir im Museum was zum Zerschneiden finden, damit wir den Gummihandschuh klein schneiden können.
Das Museum ist geschlossen. Und Max meinte, er sei erst gegen Abend wieder da. Bis dahin werde ich mich wohl noch gedulden müssen. Dann vielleicht doch woanders. Okay, wir haben ja auf jeden Fall noch Sachen zum Angucken, aber das sind, glaube ich, die üblichen. Ach ja, schau mal an, Scherben. Never mind. Das konnten wir uns aber gestern, glaube ich, noch nicht angucken. Weil ich glaube, da hatte ich schon drauf geklickt, weil das so auffällig aussah. Weil damit können wir jetzt vielleicht den... Nicht? Mann, echt nicht. Echt nicht? Ich dachte, damit können wir den kleinen schneiden. Die muss von der Baustellenlampe abgebrochen sein. Na, die ist doch super zum Schneiden. Ich habe die beiden Gläser übereinander gelegt. Oh. Sie schimmern jetzt grünlich. Wofür wir auch immer das brauchen? Ich habe die beiden Gläser übereinander gelegt. Ja. Wofür brauche ich denn grünlich schimmernde Gläser? Kann ich irgendwas mit diesem Handschuh machen, dass der kleiner wird? So, jetzt habe ich den Handschuh mit Kleber eingestrichen. Hoffentlich trocknet das Zeug nicht so schnell. Really? Das ist die Lösung? Hoffentlich hält der Handschuh dem Druck stand. Aber was Besseres fällt mir jetzt nicht ein. Okay. Ich dachte, wir müssen da wirklich so einen Flicken rausschneiden. Alright. Geht das jetzt wieder? Jetzt sollte die kleine Lisa wieder damit fahren können. Jetzt fährt sie einfach weg. Hallo, bin wieder da. Oh, hallo Nina. Ich habe das Loch im Schlauch wieder geflickt. Echt? Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Wow. Wie bitte? Was soll das denn heißen? Naja, du siehst nicht so aus, als ob du sowas könntest. Wow. Na, vielen Dank. Ich bin Motorradmechanikerin. Na und? Trotzdem siehst du nicht so aus, als ob du Fahrräder reparieren könntest. Ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Puh. Und jetzt, wo ich mich als würdig erwiesen habe, kann ich ja gleich auch noch deine Kamera reparieren. Ja, das wäre super. Hier hast du sie. Okay. Bis später. Aber du kommst wieder, versprochen? Ja, ja. Klar, mach dir keine Sorgen. Was fehlt denn bei der Kamera? Die Digitalkamera macht keinen Mucks mehr. Wie ich die wieder hinkriegen soll, ist mir schleierhaft. Aber ich hoffe immer noch auf ein paar aussagekräftige Fotos. Sicher, dass nicht einfach nur die Batterien leer sind? Wer sagt's denn? Funktioniert doch. Die Batterien waren einfach nur leer. Jetzt bin ich mal gespannt, was auf den Bildern zu sehen ist. Same. Alles Bilder von der kleinen Lisa. Aber hier, zwei kleine Gestalten in schwarzen Ruben. Leider sind die Gesichter darauf nicht zu erkennen. Dann könnte Eddie doch recht gehabt haben. Vielleicht sollte ich mich nochmal mit ihm unterhalten. Oh, okay. Fotos. Berlin Museum. Die Fotos von der kleinen Lisa sind leider nicht so aussagekräftig wie erhofft. Könnten die schwarzen Kutten ein Hinweis auf eine Sekte sein? Und was bedeuten die seltsamen Symbole darauf? Okay. Hier, kleine Lisa. Hier, ich habe deine Kamera repariert. Wirklich? Super. Du hast es tatsächlich geschafft. Du bist ein Schatz. Dankeschön. Bitte. Gern geschehen. Hier. Dafür bekommst du auch meinen Glücksbringer. Es ist ein kleiner Magnet in Form eines Hamsters. Bei uns hängt er immer an der Mikrowelle. Aber jetzt sollst du ihn haben. Oh, vielen Dank. Jetzt aber schnell nach Hause. Deine Eltern werden sicher schon ganz krank sein vor Sorge. Ich kann das derzeit leider viel zu gut nachvollziehen. Okay. Oh, ich weiß schon, was wir mit dem Magneten machen. Aber die Frage ist, brauchen wir dafür eine Magnetangel? Oder reicht es, wenn wir einfach den Magneten langführen, quasi außen am im Aquarium entlang? Ich werde mal versuchen, mit dem Magneten den Schlüssel an der Scheibe hochzuziehen. Yes. Hab ihn. Oh, Leute. Das Adressbuch meines Vaters. Das könnte mir weiterhelfen. Und dazu noch ein kleiner Zettel an einem Bändchen. Auf dem Zettel steht eine Nummer. LA60 AK19 AL. Darunter ist eine Beschreibung von einem Diadem, das wohl vor knapp 200 Jahren einer orientalischen Prinzessin geraubt wurde. Ursprünglich waren drei der größten Edelsteine der Welt in dieses Diadem eingearbeitet. Links ein Smaragd, rechts ein Rubin und in der Mitte ein Amethyst. Auf der Rückseite hat mein Vater handschriftlich noch etwas vermerkt.
das Diadem wird die wahre Prinzessin erleuchten und sie wird feststellen, dass Geld nicht der größte Schatz ist. Okay. Das ist jetzt tatsächlich sehr beiläufig. Also, weiß jetzt nicht, wie uns das konkret weiterhelfen soll. Ich hatte gehofft, dass es ein Tagebuch ist und nicht nur ein Adressbuch. Das Adressbuch meines Vaters. Viele Einträge, aber ich kann nichts finden, was mir momentan weiterhilft. Okay. Und wir haben eben auch noch immer das. Die kann ich auch nicht abgleichen. Würde schon gerne den zum Laufen bringen hier. Den Kassettenrekorder. Er will nicht so richtig. Wir haben auch noch keinen Code gefunden, ne? Ist es vielleicht, was hier drauf steht? Auf dem Zettel steht eine Nummer. LA60 AK19A. Ist vielleicht? 6019? Passwort geschützt. Denk nach, Nina, denk nach. Oh. Okay, es kann nicht 6019 sein. Verdammt. Auf dem Zettel steht eine Nummer. Ursprünglich waren drei. Auf der Rückseite hat mein Vater handschriftlich noch etwas vermerkt. Okay, das ist, glaube ich, nichts, was hierfür relevant ist. Nom nom nom. Ich quetsche mal ein bisschen was von diesem öligen Schleim in die Schale. Okay. Machen wir da jetzt irgendwie eine Mischung, eine wilde Mischung aus? Keine Ahnung was. Wo könnte ich die denn brauchen? Meint ihr, wir können schon mit Eddie reden? Den müssen wir wahrscheinlich analysieren. Wenn ich die Pizza noch mehr versalze, wird sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht leckerer. Schade. Okay. Oh, ein Bleistift. Ein Bleistift. Braun und auch ansonsten an Dramatik kaum zu überbieten. Okay. Ein Bleistift. Für natürlich... Ich weiß es nicht. Absolut keine Ahnung. Ich würde jetzt nochmal gucken, ob wir ins Museum rein dürfen. Ich denke zwar nicht, weil hier haben wir jetzt außer dem Computer eigentlich alles gelöst. Aber wahrscheinlich ist es immer noch zu hell, ne? Das Museum ist geschlossen. Aber ich will doch mit Eddie reden. Mein Motorrad. Oh ja. Oh, ein Schmetterling. Würden wir hier jetzt irgendwo weitergehen? Immer noch nicht. Das sind jetzt zum Beispiel, wenn man die Aloe Vera nicht mitgenommen hätte, dann braucht man die jetzt auch aktuell noch nicht, ne? Sind wir eigentlich auch durch, würde ich sagen. Da ist nur noch stinkendes und vor sich hingammelndes Zeug drin. Da fasse ich bestimmt nicht nochmal rein. Wenn ich die Pizza... Ja? Die ganze Zeit am Überlegen. Wahrscheinlich geht es darum, die Kassette abhören zu können, oder? Die Kassette, die ich aus dem Spalt im Fußboden gefischt habe. Ich durfte die aber ja nicht benutzen mit dem Rekorder, ne? Nicht, dass sie irgendwie sagt, den müsste ich zuerst reparieren, oder? Oh, doch, okay. Am Auto die erste und die letzte. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher und schließlich die Wächter meiner Arbeit. Was? Was ist das denn? Eine Art Code? Papa, manchmal bist du echt ganz schön gaga. Okay. Die ersten habe ich mir gemerkt, das letzte muss ich dann gucken. Also im Auto die erste und die letzte, also 2, 3. Dann Gullilöcher und zwar die Hälfte. Oh Gott, wo fange ich denn an zu zählen? Hier. Nee, er hat gesagt ein Viertel, ne? Dann ist es eine 4. Und was war das letzte? Papas alter Weltempfänger. Papas alter Weltempfänger. Am Auto die erste und die letzte. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher
und schließlich die Wächter meiner Arbeit. Was? Was ist das denn? Eine Art Code. Meint er die zwei, weil so... geschützt. Denn weil da zwei von diesen Lurchgestalten sind? Zwei. Drei. Vier. Zwei. Kein Wunder, dass Papa sich die Zahlenkombination auf Kassette gesprochen hat. Auf das Passwort wird so schnell keiner kommen. Weiß ich nicht. Man liest keine Mails von anderen Leuten. Andererseits... Ungewöhnliche Situationen verlangen nach ungewöhnlichen Maßnahmen. Also fangen wir mal an zu schnüffeln. Im Posteingang sind nur zwei Mails. Eine über Potenzsteigerung und eine über Damen jenseits der 80. Beides fasziniert mich nicht übermäßig. Der Ordner gelöschte Objekte ist leer. Aber unter gesendete Objekte ist was an einen ok@nms.de betreff Tunguska. Könnte interessant sein. Ich mach die Nachricht mal auf. Hallo Oleg. Lange nichts von dir gehört. Mir geht es wieder ganz gut. Hab lange gebraucht, die ganze Sache zu verarbeiten. Wegen deiner Anfrage. Schon eine Ewigkeit her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und ehrlich gesagt bin ich auch ganz froh. Ich habe die Typen einmal unterschätzt und dafür hat meine Frau mit dem Leben bezahlt. Ich habe mir damals geschworen, das Thema ein für alle Mal ruhen zu lassen. Nimm's mir nicht übel, aber dabei soll es bleiben. Aber jetzt, wo du wieder in der Nähe wohnst, können wir uns ja mal treffen. Würde mich wirklich freuen, dich mal wiederzusehen. Melde dich und sag Bescheid, wann und wo es dir passen würde. Dann sehen wir weiter. Wladimir Kalenko. Papa hat die Typen einmal unterschätzt und dafür hat meine Mutter mit dem Leben bezahlt? Was meint er damit? Sie ist doch durch einen Autounfall gestorben. Ich muss dringend Kontakt mit diesem Oleg aufnehmen. Vielleicht weiß der etwas, was mir weiterhelfen kann. Okay. Ja, dann über das Adressbuch, würde ich sagen. Mal sehen, ob dieser Oleg drinsteht, dem mein Vater diese E-Mail geschrieben hat. Ja, hier. Oleg Kamburski. Der wohnt sogar ganz in der Nähe. Vielleicht sollte ich ihm mal einen Besuch abstatten. Ja, können wir das denn? Okay, der Teil mit unserer Mutter ist ja wirklich interessant. So, da wären wir. Hoffentlich ist das auch der Oleg, dem mein Vater die Mail geschrieben hat. Und hoffentlich weiß er, was das mir weiterhilft. So richtig viel habe ich ja bislang noch nicht herausfinden können. Eine hoffentlich noch unbenutzte blaue Mülltüte. Ja, damit. Wir grabbeln alles mit, was wir können. Ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten, als noch nicht jeder ein Handy hatte. Oh, meine Liebe, das Spiel, das wir gerade spielen, ist ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Ich wüsste nicht, wen ich anrufen sollte. Und selbst wenn ich das wüsste, wozu zahle ich eine exorbitant hohe Grundgebühr für mein Handy, wenn ich es nicht nutze? Ihr Handy. Oh, es ist so wunderbar. Ich liebe es. Ach, die guten alten Zeiten. Dieser Kamburski scheint Hobbygärtner zu sein. Selbst sein Gartenschlauch ist grün. Jetzt liegt er da drin einfach tot. Okay. Er hat eine Katze, also können wir durch eine Katzenklappe einbrechen. Fress- und Wassernapf für das Haustier mitten in der Küche. Sehr hygienisch. Ey, ich hab das auch in der Küche. Was soll das denn jetzt? Oh, was sind das für Geräusche? Ding dong. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie Oleg Kamburski? Ja. Wieso? Ich bin Nina Kalenko. Ja, und? Ja, also, Sie kennen meinen Vater, Wladimir Kalenko. Und ich dachte, Sie... Ich kenne keinen Wladimir Kalenko. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. What? Puh, das war ja nicht sehr erfolgreich. Ich erhoffe mir den großen Durchbruch bei der Suche nach meinem Vater und der Typ lässt mich nicht mal ausreden. Ob ich irgendwas Falsches gesagt habe? Oder vielleicht genau das Richtige?
Okay. Ein kleines Fressnäpfchen für unsere lieben kleinen behaarten Freunde. Hm. Durch dieses Ding können die kleinen Vierbeiner jederzeit rein und raus. Okay. Hm. Nehmen wir erstmal Botschaft. Berlin Wohnung. Auf einer Kassette ist eine seltsame Nachricht von Wladimir zu hören. Am Auto die erste und die letzte. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher und schließlich die Wächter meiner Arbeit. Oleg. Berlin, Olegs Haus. Dieser Oleg Kambuski macht keinen sehr sympathischen Eindruck. Hat er etwas zu verbergen oder ist er nur chronisch unfreundlich? Hm. Die Frage ist, was macht man dagegen? Mal kurz. Ja. Ich meine, wir könnten ihn anrufen, sodass er an sein Telefon geht. Und dann irgendwas machen in der Zwischenzeit. Der Stiel eines Besens. Könnte aber auch der Stiel einer Schaufel sein. Ja, damit. Und damit machen wir natürlich... Ich habe keine Ahnung. Man könnte irgendwas mit Tesa festmachen. Wir haben so viele Dinge im Inventar. Ich will nicht einfach sagen, hier Pizza. Oder für die Katze was in den Napf legen. Was sollten wir denn mit dem Gartenschlauch machen? Wir könnten den vielleicht aufdrehen und ihn ablenken. Aber wir wollen ja nicht wirklich bei ihm einbrechen, oder? Thunfisch könnte für Katzen interessant sein. Endlich werde ich mal dieses stinkende Zeug los. Und der kleine schnucklige Vierbeiner freut sich wahrscheinlich sogar noch darüber. Können wir dann der Katze vielleicht irgendwas anbinden? Kommt die jetzt, wenn wir einmal weggehen, einmal hingehen? Nee. Mmh, lecker. Kalte Pizza mit stinkendem Thunfisch. Hm. Wenn ich die Pizza noch mehr versalze, was? Ja, ich weiß. Okay. Und Aloe Vera trinken. Hm. Aber was bringt uns das denn jetzt? Ist er abgelenkt, wenn die Katze da vorne rausgeht? Gucken noch mal durch. Der Typ ist hektisch am Telefonieren. Ah. Ob das was mit meinem Besuch zu tun hat? Wenn ich doch nur Mäuschen spielen und das Gespräch mithören könnte. Hm. Ich über die Katzenklappe dann irgendwie? Oder können wir uns einen Verstärker bauen? Oleg telefoniert immer noch. Bauen? Und er macht keinen besonders entspannten Eindruck. Könnten wir mit irgendwas hier das verstärken? Ich meine, wir können... Oh! Wir können uns anrufen, das durch die Katzenklappe schieben. Oder... Nun kann ich mir das Handy an die Backe kleben. Nee, aber an den Stiel. Oder? Okay. Oder an die Katze, die rauskommt. Kommt da gleich eine Katze raus? Gucken mal. Ja. Oh mein Gott. Let's go. Die Aufnahmefunktion des Handys ist aktiviert. Ein ganz seltenes Exemplar des europäischen wandelnden Diktiergeräts. Jetzt müsste ich die Katze nur noch irgendwie dazu bringen, in die Küche zu laufen. Hm. Ja, wie machen wir das? Wahrscheinlich zum Trinken, indem wir ihr die Pizza versalzen? Das dürfte unsere kleine Miezekatze ganz schön durstig machen. Oh, wie gemein. Die Arme, die haben eh schon so Probleme mit den Nieren. Wunderbar, es hat geklappt. Oleg telefoniert noch und die Katze wird noch einige Zeit trinken. Und hoffentlich das Gespräch aufzeichnen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das ist so absurd, dass es direkt wieder genial ist. Mit dieser Abhöridee sollte ich mich mal beim Geheimdienst bewerben. Naja, er muss sich halt nur umdrehen, ne? Oleg telefoniert immer noch. Und er macht keinen besonders entspannten Eindruck. Okay. Well, well. Muss ich jetzt einmal zurück und wieder hinkommen, oder? Mh, lecker. Finde ich auch. Weiß jetzt nicht. Mal sehen, wie die Katze auf meinen Vibrationsalarm reagiert.
Oh nein. Oh Gott, jetzt ist sie auf dem Baum. Die Katze sitzt auf dem Baum und mein Handy ist in einer Astgabel hängen geblieben. Wie soll ich da jetzt rankommen? Oh Gott. Also wir haben den Stiel, oder? Aber reicht der alleine? Das kannst du einem auch hier alles... Das kannst du niemandem erzählen. Damit komme ich zwar an das Handy, aber wenn es 5 Meter in die Tiefe fällt und kaputt geht, nützt es mir auch nichts mehr. Vielleicht mit dem Müllsack irgendwie? Irgendwie eine Konstruktion machen oder was drunter machen? Ist hier irgendwo was, wo wir was festmachen können? Ich muss meine Meinung über Katzen korrigieren. Außer schlafen und fressen können sie auch noch im unpassendsten Moment auf Bäume klettern. Ja. Also muss man aber auch sagen, was ist auch nicht so nett zu ihr. Man könnte halt einen Kescher basteln, indem man das hier verbiegt, den Müllsack durchmacht und es dann daran festmacht. Aber will sie irgendwie nicht so ganz. Wir können das auch mit nichts kombinieren, ne? Eine alte Fahrradspeiche und der... Da komme ich nicht ran. Damit komme ich zwar an das Handy. Ja, der Gartenschlauch doch nicht, oder? Telefoniert der immer noch, der Kerl? Okay, er ist weg. Meint ihr, der ist noch wichtig? Dass ich hieraus irgendwie was bastel? Dieser Kamburski scheint Hobby. Kann ich nicht den Sack auffüllen, dann fällt es auf so ein Ding aus Wasser? Hätte ja sein können. Irgendwo was übersehen. Mit der Katze können wir auch nichts machen, dass die es irgendwie wieder runterholt. Kann ich es nicht einfach runter vibrieren lassen? Ich wüsste nicht, wen ich anrufen sollte. Okay. Damit komme ich zwar an das Handy, aber wenn es 5 Meter in die Tiefe fällt und kaputt geht, nützt es mir auch nichts mehr. Ich glaube, ich hatte doch sonst überall alles aufgenommen, oder? Das bringt uns alles nichts. Einige der Sprossen. Ja, das hatten wir auch schon. Kann ich hier was aus dem Kleiderschrank mitnehmen zum Abdämpfen? Schon erstaunlich mit wie. Nee. So ein Kopfkissen? Sieht unbenutzt aus. Okay. Ah, das meine ich halt so. Ich glaube, ich habe schon alles eingesammelt. Zwei böse dreinblickende Echsenwesen. Können wir hier noch irgendwie nach links und rechts laufen? Ich glaube auch nicht. Muss es doch irgendwas Naheliegendes sein.
Ich glaube, wir dürfen mit dem Klebeband auch gerade nichts machen. Der Stiel eines Besens. Könnte aber auch der Stiel einer Schaufel sein. Ich habe die Öffnung der Tüte mit dem Eimerhenkel verstärkt. Okay. Es war eine Frage der Reihenfolge, wie es ausschaut. Noch ein bisschen Klebeband rum? Ja, das sollte halten. Also war meine Kescher-Idee doch richtig. Alright. Dann mal schnell Handy angeln. Das könnte klappen. Wunderbar. Wollen wir mal hören, ob mich das aufgezeichnete Telefongespräch von diesem Oleg irgendwie weiterbringt. Kalenko, aber ist jetzt nicht mehr da. Nein, Tunguska wurde nicht erwähnt, aber dazu gab es auch gar keine Gelegenheit. Ja, ich denke nur, dass man sich dringend um die Angelegenheit kümmern sollte. In Ordnung. Sie melden sich dann also wieder. Bis später. Sehr ergiebig war das ja nicht. Also, was haben wir denn jetzt? Irgendjemand soll sich um irgendwelche Angelegenheiten kümmern. Hoffentlich bin ich nicht diese Angelegenheit. Außerdem noch irgendwas mit Tunguska. Da stand ja auch schon was in der Mail an diesen Oleg. Ich sollte vielleicht Max später mal danach fragen. Max Gruber meinte, er wäre erst gegen Abend wieder im Museum. Ich sollte die Zeit nutzen, um mal ein paar Stunden zu schlafen. Wenn mich meine weibliche Intuition nicht täuscht, könnte ich das sonst bitter bereuen. Haben Sie, was ich wollte? Noch nicht. Wir haben alles durchsucht, aber nichts gefunden. Und Kalenko? Auch da noch nichts. Wir werden wohl andere Optionen in Betracht ziehen müssen. Was Sie machen, ist mir egal, solange das Ergebnis stimmt. Enttäuschen Sie mich nicht.